Moin Leute, willkommen zurück zu einem, ja, mehr an komplett anderen Video, was ich eigentlich auch nie auf meinen Kanal bringe, und zwar Informationen zu einem Video, das schon im Laufen ist, eines Let's Gameplay-Dings, Best of Scheiß und so. Darüber will ich mich jetzt mehr über unterhalten, über die Highlights, über Best ofs und über mehr Online-Spiele auf meinem Kanal. Und währendhin gucken wir uns ein bisschen Overwatch Battle Pass an. Ein paar Charakter auch noch und den Shop. Also, ja. Und PS, das nächste Best of Folge 4 wird das ja wahrscheinlich. Wird über diese neue Heilerin hier gehen. Damit ihr es schon mal Bescheid wisst. Eigentlich müsstet ihr es, glaube ich, sogar mitbekommen haben im Best of May Scheiß. Es geht um Illari. Und den letzten, im Best of 5, wird es Tobian. Das heißt, zwei Best ofs über Tobian und Illari. Es wird krass und ich werde danach, glaube ich, paar Monate Pause machen. Oktober wahrscheinlich wieder kein, wird wahrscheinlich auch wieder ein Cruise-Special gehen, aber über Outlast dieses Mal, weil ich finde irgendwie Outlast hat mehr mit Halloween und Horror zu tun als die anderen Sachen. Werde ich dann natürlich am 1. November dann als Gameplay, würde ich mal sagen, als Twitch-Highlight wieder hochladen. Es wird ja auch wieder Zeit für krasse Twitch-Highlights. Und ja, weiteres kommt irgendwie in den nächsten Tagen. Am 31. Dezember machen wir kein Best of. Ich wäre dafür eigentlich ein Best of mal zu machen, aber ich glaube, ich überlege, vielleicht mache ich so nächstes Jahr. Für jeden Monat ein Highlight für einen ganzen Monat. Kommt zwei, drei Teile raus. Und dann immer so weiter. Also ich bin noch am Überlegen, ob ich das mache. Dann am 11., also jetzt Donnerstag, Freitag, wird ein bisschen schwer zu sein. Auch wahrscheinlich, weil ich auch keine Videos mehr habe zum Hochladen. Und es wird deutlich heftiger. Und dann das andere, Best of Overwatch, ist das letzte, was ich in Overwatch machen werde, das letzte High Best of von Overwatch. Das ist das letzte Mal, dass ihr in Overwatch-Videos hauptsächlich seht, aber Best of würde ich sogar sagen, mit Abstand eines der besten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Dann weiteres über Overwatch, das ist auch sogar das letzte Teil, was wir für Overwatch machen, sind Best of. Dann kommen noch in ein paar Tagen auch. Wahrscheinlich habt ihr es ja auch gerade bemerkt: Borderlands the Pre-Sequel und Horizon Zero Dawn. Zwei alte Spiele. Ich weiß nur noch, Horizon Zero Dawn habe ich ja durchgespielt. Ich glaube einmal. Danach habe ich es gelöscht, weil ich finde irgendwie persönlich ein zweites Mal das durchzuspielen ist ein bisschen schwierig. Und jetzt spielen wir das ja gemeinsam für YouTube durch. Die Videos werden recht 30 bis 40 Minuten lang sein, bestimmt. Weiß ich noch nicht, bin auch noch am Überlegen, wie lange ich diese Videos da machen werde. Ja, dann das Problem mit Darksiders 2, habt ihr auch ein paar Mal bemerkt, ist das elektronische Teil. Oder bei Village, hörtet ihr es ja immer bei meinem Mikrofon, dass ich mich doppelt manchmal angehört habe. Wahrscheinlich, wie ja schon gesagt, Headset kaputt. Kaputski ist nicht mehr so praktisch. Okay, es funktioniert ja noch, aber. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich jetzt manchmal mich auf stumm stelle und dann auf laut stelle hier. So, ich bin wieder da. Könntet ihr mich wahrscheinlich doppelt hören. Dann, ja. Controller. Ja, eigentlich habe ich das Video nur gestartet, um zu sagen, Headset-Schrott. Mikrofon geht noch einigermaßen. Und jetzt kommen wir zu meinem Controller. Dann kommen wir zu mir. Mein Controller ist ja etwas beschädigt. Also ich glaube, ihr bemerkt das manchmal. Wie bei Darksiders 2 hat man das ja an seiner Bewegung gesehen. Er hat manchmal automatisch aufgehört, sich zu bewegen. Erstens, warum das dran liegt, ich habe noch keine Ahnung. Aber wir finden es irgendwann mal heraus. Ja, vergiss das bitte. Einfach vergessen.
Und wenn ihr eigentlich generell, ich bin einfach mal so eine Frage, einfach mal, ich war nie gemein. Also ihr wisst selbst, manchmal, wenn ich schon gemein bin, manchmal, dann wäre das so, dass ich jedes Mal, wenn ich jetzt ein Video starte oder so, wäre es ja so, aber wäre ich einfach so richtig, 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 richtig mit der Laune nach unten. Aber ihr wisst, wir sind nicht mehr in 2020 bis 2021 oder 2022 zähle ich nochmal mit rein. Ihr hörtet sogar meine Laune, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, Videos hochzuladen oder Videos zu drehen. Generell, jetzt habe ich wieder sehr viel Bock, weil es erstens ist, glaube ich, sogar wegen, wenn man zu viel, wie nennt man das nochmal, zu viel YouTube, TikTok, Instagram und so ein Scheiß hat, alle diese Apps und dann auf einmal in jeder App einmal ein Video hochladen muss oder für Fotos. Das ist dann schon leicht stressig, weil du machst ja für eine Sache was, lädst es hoch, gehst auf TikTok oder Insta und lädst dort was hoch. Und so läuft es bei mir Tag ein und Tag aus. Und dann komme ich zur nächsten Sache. Der Controller, habe ich ja schon gemeint. Die Steuerung ist ein bisschen daneben, aber jetzt nicht so daneben, dass ich jetzt sagen würde: Scheiße, Pisse noch eins. Ist das schlimm? Nein. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu einer Sache, warum ich das eigentlich auch das Video gestartet habe. Und zwar kommen wir zu mir und zu den weiteren Games, die kommen. Ja, ich habe fast keine Games mehr. Was ich jetzt vorschlagen könnte, ist, wir spielen die Spiele durch, die ich noch nicht komplett durchgespielt habe. Nicht noch, das heißt, wir müssen spielen die dann von vorne. Oder wir spielen an der gleichen Speicherpunkt, wo wir aufgehört haben. Aber das Ding ist, ich meine jetzt bei Borderlands ist es jetzt egal. Ich meine, ich habe die Handsome Collection und ich habe Pre-Sequel und Teil 2 gestartet. Das Ding ist, der zweite Teil ist ja durch. Das heißt, mir fehlt ja nur noch der Pre-Sequel. Den machen wir. Und ich meine, ja, vor kurzem ist ja auch die Borderlands Collection rausgekommen. Und ich muss auch sagen, ja, eine Collector's Edition oder so eine Collection, die so geil aussieht. Ich überlege mir vielleicht, sie noch zu holen. Dann können wir auch Teil 3 und den anderen Teil hier zerspielen. Und ich meine, es ist ja auch ein erster Teil, gibt es dort ja auch. Red Dead Redemption hat auch nochmal wieder seinen ersten Teil bekommen. Ich habe Red Dead Redemption 1, 2, meine ich. Ich dachte, what the fuck? Plötzlich habe ich 2 und 1. Aber 2 muss ich weitaus sagen. Ich finde irgendwie die zweite, vom zweiten Teil die Story, ja. Das ist jetzt keine 10 von 10, sondern mehr so eine 8 von 10. Es ist noch okay. Darksiders 2 habe ich ja eine 10 von 10 gegeben, aber nur wegen Grafik. Aber naja, zum Film, zu den Spielen. Jetzt kommen wir mal endlich zu mir. So, YouTube. Wie geht's? Wie steht's? Also mir persönlich geht's ein bisschen besser. Ihr wisst ja, als ich ja nach Heidepark wieder kam. Ja, dieses eine Daxter, das 2-Video, man hat gehört, ich bin krank geworden, ein bisschen Halsschmerz, ein bisschen heiser. Mir brennt jetzt, also jetzt im Moment, würde ich mir sagen, Schwindelanfall und Halsschmerzen. Das Ding ist, warum ich immer weiter mal YouTube mache, auch wenn ich krank bin oder nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ihr wisst ja, Mandelentzündung, Dauntless. Da konnte ich ja nicht reden, da hat Torres übernommen. Aber ich habe aufgenommen. Und ich mache das ja sogar, wenn ich erkältet bin. Das heißt, würde ich jetzt zum Beispiel eine Magen-Darm-Grippe haben, ich würde trotzdem weiter aufnehmen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Also ist das wie so eine Sucht. Aber naja, egal. Dann würde ich auch noch sagen, warum ich eigentlich generell Online-Spiele bewerte, wieso ich das nicht, warum ich das generell mache, ist eigentlich auch so eine Sache, die ja wichtig ist. Und zwar muss ich sagen,
Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt jetzt, okay, mir geht's ja scheiße. Obwohl mir es immer scheiße geht, aber naja, was soll man tun? Und jetzt auch zu vielen Horror, weniger. Ich habe noch viel geplant übrigens, also. Brennt mir der Hals. Naja. Und ja, Leute, ich überlege, vielleicht machen wir morgen mal drei Videos. Oder am Freitag auch, weil ich habe ja in der Woche, glaube ich, bis jetzt vier Videos pro Tag hochgeladen. Jetzt überlege ich, ob ich drei Videos mache. Das heißt einmal 18, 20 um 23. Das wäre jetzt mein Donnerstag. Der Freitag würde ich sogar sagen 15, 20 oder 18 und 22, 23 Uhr. Samstag wird dann wahrscheinlich wieder ein langer Videodrehtag. Das heißt, dass ich wahrscheinlich 2 bis 5 Videos hochlade. Sonntag wird dann wieder gechillt zu 2 Videos. Dann Montag, ihr wisst, 8., 9. und wahrscheinlich auch der restlichen Tage wird es dann wieder schwer. Wieder 2 Videos pro Tag. Ich werde dann vordrehen jede Nacht. Also werde ich jeden Abend jedes Spiel einmal spielen. 3, 4 Videos. Dann mache ich Pause. Dann geht es halt den nächsten Tag arbeiten. Dann bin ich wieder hier. Dann mache ich viele Videos, lade ich die Videos hoch. Dann mache ich das wieder. Das Ding ist, ich habe ja so viel geplant, dass ich ja langsam nicht mehr hinterherkomme. Ich meine, es gibt jetzt schon ein paar Momente, wo ich nicht mehr weiß, welches Spiel ich durchgespielt habe. Für YouTube. Und das ist schon echt. Ich meine, das ist schon das Krasseste. Aber das noch Krasseste ist. Fuck, wie hieß das? Das Krasseste, was ich machen könnte, wäre jetzt für ein. Bin jetzt hier mal überlegen, ob ich das eigentlich machen will. Habe ich mir das geholt? Ach, egal. Ich bin noch im Überlegen, vielleicht machen wir mehr Specials mit Staffeln und so. Ich meine, Jason vs. Kavum. 2 Staffeln und eine Folge von Staffel 3. Die nächste Folge von Staffel 3 ist noch in Bearbeitung, würde ich mal nicht sagen. Dann Best of Overwatch, ob es das mehr Staffeln, ja doch, mehr Staffeln bekommt. So, das kommen wahrscheinlich in den nächsten laufenden Tagen, nachdem Best of Overwatch durch ist. So, dann kommen wir zur nächsten Scheiß, die ich gemeint habe. Zu viel zu drehen. Wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt nur Beispiele, dass ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal jetzt, ich mache jetzt zum Beispiel ein World of Tanks Video. Es ist ja auch so, dass wenn du ein World of Tanks, War Thunder, Brawlhalla oder so Video drehst, du hast so 8 Minuten und so. Das ist ein bisschen schwer. Da denke ich mir schon, scheiße, wie lange mache ich die Videos noch? 10, 20 Minuten. Das ist für mich ja okay. Auch wenn man krank ist, würde ich sogar sagen, 10 bis 19 Minuten. Nicht mehr länger, nicht weiter. Ich hingegen 40 bis 20 Minuten, wenn ich krank bin. Aber naja. Aber. Und ja, was soll ich noch sagen? Und am Freitag startet ja sogar das nächste Let's Play Minecraft. 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 Und ja, dem Let's Play werde ich mit einmal ein paar Mal alleine, ein paar Mal mit meinem Bruder. Ja, mein Bruder kehrt wieder in Minecraft zurück. Yay, wir werden das Spiel diesmal durchspielen. Richtig. Nicht falsch, nur richtig und wie es auch sich gehört. In diesem Spiel. Und ja, das Ding ist, so wenn wir das Spiel durch haben, also jetzt die wir jetzt haben. Spielen wir wahrscheinlich, bin ich noch am Überlegen. Spielen wir entweder. Fuck,
spielen wir entweder wieder Dark Souls 2 komplett durch, gemeinsam. Oder wir spielen Bloodborne nochmal von vorne. Dann die Cage, oder wir spielen die Bloodborne Cage Story, die ich machen wollte für YouTube. Nach all den Jahren. Aber das Ding ist, warum ich ein paar Let's Plays nicht machen konnte, ist der Grund immer noch pleite. Aber naja, so viel geredet und jetzt brauchen Videos mit Tore nicht mehr kommen werden nach dem Best-ofs. Also jetzt, vielleicht kommt er noch mal im Best of Shovel 2 ein paar Mal vor. Muss ich mal gucken. Ich will ihn ja auch nicht mehr stören, wenn er arbeiten geht oder so. Aber ihr könnt auch verstehen, man will auch manchmal alleine aufnehmen oder so. Aber ihr wollt, ich will ihn halt noch einmal im Best of Overwatch noch dazu haben. Was bringt mir das jetzt der Sinn, wenn ich jetzt im Best of Overwatch Folge 1 mit ihm schon angefangen habe? Kann ich es auch mit ihm zu Ende bringen? Und ja. Was soll ich noch sagen? Außer dass es noch witzig ist und so ein Scheiß. Wir werden das jetzt noch ein letztes Mal machen. Ilari und Torbjörn mit Torre, der Gott, XC. Ihr könnt auch gerne bei ihm vorbeischauen. Seine Videos sind komisch, schräg und zu heftig geschnitten, aber egal. Und ja. Und was ich auch gegen Nespec und Mr. L habe, das werde ich wahrscheinlich erstmal irgendwann mal an einer anderen Folge sagen von sowas. In die Wahrheit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.